Die Weihnachtsfeiertage sind bald um. Tja, schade. Naja, wenigstens gibt es jetzt Schnee. Tja, aber eines meiner Weihnachtsgeschenke habe ich noch gar nicht richtig ausgepackt. Nämlich, zu Weihnachten habe ich ein paar Amiibos bekommen und einen Skylander. Die Skylander waren ja sozusagen die Inspiration für die Amiibos. Und da habe ich ja 2015 Skylander Superchargers Racing Let's Played, ganz genau. Allerdings hatte ich dann nur zwei Skylander zur Verfügung. Jetzt, wo das Let's Play leider schon beendet ist, bekomme ich einen neuen Skylander, nämlich... Ich weiß zwar nicht, ob er so heißt, aber hier auf der Verpackung steht Hurricane Jetwag. Ich glaube, so heißt er. Ihr merkt, eine Art Falke mit einem coolen Flugzeug. Da freue ich mich auf jeden Fall drüber. Entschuldige, dass ich noch gar nicht dazu gekommen bin, ihn auszupacken. Das sieht aber wirklich sehr cool aus. Auch so sein Fahrzeug dazu. Ja, die Skylander. Irgendwie sind sie schon sehr cool. Tja, ihr seht es auch hier im Spiel. Aber ich glaube, das hier ist eher ein Bild von der Wii U-Version. Ich habe ja die 3DS-Version. Die ist zwar nicht so gut, aber ich bin mir sicher, dass noch ein kleiner Bonus-Part kommen wird, jetzt wo ich ihn habe. Oh ja, hier auch ein paar andere Skylander. Ich habe sogar ein Poster. War ja bei der 3DS-Version, beim 3DS Starter Pack dabei. Da gibt es jede Menge Skylander. Aber ich glaube, da waren überraschend wenig Skylander auf dem Poster drauf. Funktionieren da die alten Skylander von den älteren Skylander-Spielen eigentlich auch? Das weiß ich um alles sein gar nicht. Naja. Auf jeden Fall bin ich schon sehr gespannt auf ihn. Packen wir ihn mal aus. Sind aber etwas hartnäckiger verpackt als die Amiibos. Müssen wir mal aufkriegen. Ist auch ein Double Pack, wie es so schön drauf heißt, also wo das Fahrzeug schon dabei ist. Von Steve 11 habe ich ja zum Beispiel gar nicht das Fahrzeug dazu. Moment, wie machen wir das auf? Ich glaube, das klappt mal besser unten auf. Oder oben? Nö, ich glaube unten. Oder? Vielleicht doch oben? Okay, den Skylander. Jetzt müssen wir das, genau. So, da haben wir ihn ja. Auf jeden Fall sehr schön. Ist, glaube ich, ein Skylander vom Typ Luft. Wenn ich ihn auch mal rauskriegen will. Man muss aufpassen, dass nichts reißt. Okay, das Flugzeug haben wir auf jeden Fall schon mal draußen. Sieht doch irgendwie cool aus mit... Ah, ich merke schon, das ist so ein Schwebeantrieb. Wie bei... Wo habe ich denn sowas gesehen? Ach ja, bei Turbo Fast. Kennt ihr die Serie? Ach, ganz witzig. Ist aber auf jeden Fall ein cooles... Passt irgendwie zu einem Falken. Die Skylander, die sehen ja auch immer ganz witzig aus. Oh ja. Ist auf jeden Fall ein schönes Fahrzeug. Das wird sich sehr gut in meiner Vitrine machen. Ich kann mir auf jeden Fall vorstellen, dass ich noch einen kleinen Bonuspart mache. Vielleicht schaltet der ja sogar eine extra Rennstrecke frei. Das Let's Play habe ich ja beendet, weil ich nicht genug Skylander hatte, um die Spezialcups freizuschalten. Oder Touren, genau, Touren. Ich bin mir zwar nicht sicher, ob der nun wirklich eine Tour freischaltet, aber probieren kann man es auf jeden Fall. Hier unten auch schön mit Luft. Genau, ich glaube, das ist ein Typ... Himmel, so wie Bowsers Clown Cruiser. Der sieht auf jeden Fall sehr schön aus. Auch mit schöner Pistole. Das habe ich ja noch gar nicht gesehen. Was ist das? Eine Art Luft? Schießt er mit Luft auf einen? Das ist wirklich lustig. Ja. Aber die Skylander, die sind ja auch wirklich schön. Haben ja auch die Amiibos inspiriert. Und der hier, der kann sich durchaus sehen lassen. Das ist wirklich ein schöner Skylander. Im Gegensatz, ich habe mir mal andere auf dem Poster angeschaut. Also von den meisten, die es gibt, ist das hier wirklich noch der schönste. Ja, die anderen Skylander, sie sind irgendwie... Ja, irgendwie sind alle lustig. Aber der hier, der ist auf jeden Fall sehr schön. Gut. Und wie gesagt, es wird auf jeden Fall noch ein Bonus-Part kommen, wo ich den im Skylander-Spiel richtig ausprobieren werde. Und das Fahrzeug sieht eigentlich auch sehr toll aus. Also ich werde die auf jeden Fall im Let's Play noch ausprobieren. Nun, wer weiß, vielleicht gibt es sogar ein paar mehr Bonus-Parts, weil ich damit was freischalte. Wer weiß. Na dann, tschüss!